wir hatten uns vorgenommen, vor Beginn dieser Saison den ersten bis dritten Platz zu belegen, nachdem wir im vergangenen Jahr praktisch Pokalsieger gewesen sind. Es lief anfangs nicht immer hundertprozentig, aber im Laufe der Serie, vor allen Dingen im Schlussdrittel, haben wir uns besonders gesteigert. Wie war der Start? Der Start, soweit ich mich entsinnen kann, war wechselhaft und vor allem die spielerische Linie war noch nicht hundertprozentig gefunden. Und wie sah die Meisterschaft aus Ihrem Blickwinkel aus zur Pause? Ja, zur Pause war insofern noch nichts entschieden, weil laut Ansetzung ja praktisch wir die letzten und die letzten schweren Spiele auswärts hatten. Vor allen Dingen mit diesen Mannschaften, die eventuell mit um den Titel hätten kämpfen können. Und letzten Endes ist der Meistertitel von den Magdeburgern auch errungen worden in Jena und in Dresden. Sehen Sie es auch so? Ja, ich glaube, das ist entscheidend, dass wir, und das hat wahrscheinlich keiner erwartet, dass wir in diesen schweren Auswärtsspielen so gut bestehen würden. Und das hat uns vor allen Dingen dann entsprechenden Auftrieb gegeben, um bis hinein zum letzten Spiel in guter Verfassung und in körperlich ausgezeichneter Form zu sein. Günter Konczak, sehen Sie denn jetzt schon Ursachen dafür, dass Sie in der Schlussphase mit Ihrer Mannschaft so stark nach vorne kamen? Ja, ich sehe das einfach darin, dass wir trainingsmäßig und psychologisch gesehen uns so vorbereitet haben, wie das notwendig ist.